Gespannte Gäste bei der gestrigen Eröffnung der 34. Burgfestspiele des Landestheater Oberpfalz auf Burg Leuchtenberg. Mit dem Revisor, einer Verwechslungskomödie von Nikolai Gogol, ist die diesjährige Sommerspielzeit eingeläutet worden. Auch die Zuschauer sind gespannt auf die Stücke der Saison. Worauf freuen Sie sich denn in der aktuellen Spielzeit? Ja, ich bin ja ein Mitglied des Fördervereins und bin sehr aktiv dabei und habe mich schon eigentlich befasst mit den ganzen Theaterstücken, die gespielt werden, und freue mich auf jedes Stück. Wieder auf sehr gute neue Stücke natürlich, die wie immer sehr gut gelungen sind bis jetzt, was ich so gesehen habe. Auf Menschen, die Kunst sehr ernst nehmen, die Kultur sehr ernst nehmen und die uns sehr, sehr viel Freude in diese Region bringen. Im Stück versetzt ein Beamter, der in einem kleinen Dorf Zwischenstopp macht, den Bürgermeister und sein Gefolge in Aufruhr. Er wird fälschlicherweise für einen staatlichen Kontrolleur gehalten, der ins Dorf gesandt werden soll. Wenn nur dieses vermaledeite Inkognito nicht wäre, stellen Sie sich vor, jeden Augenblick kann die Tür ja... Habe ich recht gehört? Ein Revisor kommt zu uns in die Stadt. Chaos ist also vorprogrammiert. Im Revisor dürfen sich die Theaterbesucher vor allem auf eines freuen. Auf sehr, sehr viel Situationskomik mit einem gewissen Hintersinn und auf auch ein sehr, sehr spielfreudig aufgelegtes Ensemble mit großer Lust an Karikatur und an Slapstick. So ist es kaum verwunderlich, dass dem nicht mehr liquiden Beamten die Verwechslung gerade recht kommt. Schließlich möchte jeder im Dorf die Missstände vertuschen. Worum geht es denn? Naja, ich hätte da bei mir zu Hause ein Zimmer, schön groß und hell und trocken. Aber ja. Nein, das wäre eine zu große Ehre. Bitte Sie, ich nehme ja die Putze gerne an. Ich wohne doch privat viel lieber, als ich zu einer Spelunke. Welche Wendung das Stück noch nimmt, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Wie es jedoch mit dem Landestheater Oberpfalz weitergeht, das darf wohl verraten werden. Plan ist, dass wir hier auch einmal ein stetiges Wachstum haben in der Region, dass wir aus dem Bereich Neustadt, Tirschenreuth, Weiden auch einmal in den Landkreis Schwandorf, in die angrenzenden Landkreise mit Aufführungen reingeht. Die Burgfestspiele auf Burg Leuchtenberg zählen zu den größten Theaterfestspielen in ganz Bayern.